Guten Tag, Leute. Hier spricht wieder euer Peter Gim. Und somit sagt er wieder: Witcher 3, Blood and Wine. So, und jetzt gucken wir mal. Jetzt holen wir uns die ganze. Jetzt müssen wir irgendwie runterkommen. Ah, da geht's runter. Oh je. Jetzt müssen wir uns erstmal die ganzen Dinger holen und. Nee, wir brauchen jetzt die wir müssen jetzt die Leute helfen. Ja, mir gefällt das Spiel, aber hier wird's heftig, Leute, wenn wir hier nicht schnellstmöglich das Ding hole, Leute. Dann wird wieder ein Ritter getötet. Holen wir uns erstmal da den Fisch. Erstmal gehen wir erstmal den Fisch holen, Leute. Der goldene Fisch müsste ja zu finden sein, wenn ich unter Wasser bin. Was zum Teufel? Ist da gerade jemand ins Wasser gesprungen? Vielleicht. Oh, jetzt müssen wir erstmal auftauchen, Leute. Sonst sind wir tot, Leute. Wo ist denn? Alter, wo ist denn der? Jetzt müssen wir uns echt beeilen, Leute. Wo könnte das sein? Wo ist auch noch was? Okay, gucken wir mal so. Ah, wir haben ihn. Gut. Also, Hammer. Scheiße, nicht gut. Hey, warte. Halt, es ist wichtig. Ja, es ist sehr wichtig. König Kormoran, Herr, nimm dieses Opfer von uns an. Lass dein gnadenreiches Auge über uns wachen und offenbare uns seine Geheimnisse. Der silberne Mond zieht seine Bahn. Ich warte geduldig auf jenen Mann oder jene Frau, Dankeschön. Das Stück gelingt, die genau den rechten Tribut mir bringt. So, Leute. Ein Schlüssel. Nee, ich hab euch gerettet, Leute, nicht verdorben. Er hat das Spiel verdorben. Ich hab euch gerettet, sonst wär's. Alter, was ist denn da los? So, jetzt müssen wir. So, jetzt müssen wir noch schnell das Einhorn fangen, Leute. Guck, ob man das Einhorn findet, Leute. Das ist wichtig, das Einhorn. Na doch, mit dem, oh Gott.
Vielleicht geht es mit einem Apfel oder Süßigkeiten. Wir wären nicht in dieser Bredouille, wenn du noch Jungfrau wärst, liebe Schwester. Willst du wirklich schon wieder damit anfangen? Jetzt und hier? Psst, sonst kriegt die Bestie ja Angst. Wir probieren es mit den Süßigkeiten. Hallo Leute, ich muss euch leider den Spaß verderben. Wer ist das? Ganz vorsichtig, Gerald. Oh, nicht gut. Mist. Einhörner, Regenbogen, kleine Mädchen, vielleicht Süßigkeiten? Wie? Er wagt es! Skandal! Entschuldigung, Leute. So, jetzt gucken wir mal, ob wir mit dem Keks das Vertrauen von dem Tier kriegen, Leute. Ich hoffe mal, es wäre schön, wenn wir das Vertrauen jetzt vom Einhorn kriegen. Das sagt so ein Mühe. Mist, es hat wohl keine Lust auf Leckerei. So, dann müssen wir was anderes suchen, Leute. Okay, dann suchen wir das. Kalter Wildbraten dürfte nicht ganz das Richtige sein. Ein knackiger Apfel, den sollte es doch mögen, wie jedes andere verflixte Pferd. So, und hoffentlich geht's jetzt mit dem Apfel, Leute. Und dann hoffen wir, dass wir das Einhorn Vertrauen bringen. Dann das Mythos hier, das ja früher mal gäbe soll, so als Mythos. Ein Apfel. Ja, es hat geklappt, Leute. Mit einem leckeren, knackigen. So, jetzt müssen wir wieder schnell nach hoch, Leute. Wenn du geruhst, Herrin? Ich geruhe nicht. Ich handle aus höchster Notwendigkeit. Erklärungen gibt es später. Aber es ist gegen die Regeln. Ich bin die Regeln. Geralt, endlich. Hab einen Schlüssel und einen Hinweis. Ich habe auch einen. Zeig mir deinen. Wer hat diesen Plunder geschrieben? Am Anfang hält dich das Ei in der Mitte auf Trab. Dann folgt die Maus, der man zuerst... die über... Mitgab? Wo können das sich verstecken durch die Sache? Aber Mann, überleg mal kurz. Könnt ihr auch mal sagen, was ihr dann denkt? Der Bauernhof kann es nur nicht sein. Blaschspeise kann man auch nicht. Tierpark nicht. Eigentlich müsste es eigentlich nur
das Treibhaus sein eigentlich, weil die anderen passen es nicht so richtig. Leute. Ein Ei in der Mitte hält uns auf Trab. Ein Ei in der Mitte von Trab. Treib. Und eine Maus, die zuerst einen Hut auf dem Kopf trägt. Am Anfang Treib und Haus. Treibhaus? Du bist ein Genie. Es gibt mehrere Treibhäuser im Garten, aber nur eins kann man abschließen. Und der Schlüssel, den wir gefunden haben, sieht ganz richtig aus. Genau, Treib und dann Haus. So, raus, Haus. Jetzt hoffentlich lebt er noch. Oh, die würde am liebsten mitgehen. Die schöne Anna würde am liebsten mitgehen. Oh nee, nein, nein. Da ist er, oh Scheiben, da ist er und hat wieder getötet, Leute. Er hat wieder getötet, nicht. Er hat schon wieder jemanden getötet. Was zum Lappen? Oh Mann, oh Mann. Was war das? Der mit den Scheren Hände, Leute. Der mit den Scherenhänden, Leute. Das war ein echt guter Film, Leute. Ja. Ich auch. Ich bin hier. Ist das vielleicht deine? War sie mal. Aber behalt sie nur. Ich habe eine neue. Ich kenne dich nicht. Ich habe dir nichts getan. Du schlachtest zuerst eine Bruxa, die mir lieb ist. Und dann stellst du mir nach. Warum? Du hast 4 unschuldige Menschen umgebracht. Mindestens. Und du? Wie viele Unschuldige hast du auf dem Gewissen? Genug. Aber noch mehr Schuldige. Du bist der Nächste. Okay. Weißt du, ich habe noch zu tun. Mehr Morde? Nur noch einen. Dich nicht mitgezählt. Alter Schwede. Ich lasse dich nicht noch mehr Alter Schwede. Alter, meine. Ich helfe mir selbst. Nein, er ist mein Freund. Was, ein Freund? Aber wer denn? Wer ist Geralds alter Freund? Hallo, Geralt. Regis? Ich... alles in Ordnung? Alles gut. Alles in Ordnung. Solche Wunden heilen bei Vampiren im Handumdrehen. Aber es ist ewig her, mein Freund. Jedenfalls in menschlichen Zeitdimensionen. Wie ist denn das möglich? Als ich dich zuletzt sah, warst du... Ich war ein blubbernder, konturloser Fleck. Spektakulär mit einer Säule in einem gewissen Palast verschmolzen.
Meine Verfassung hat sich ein wenig verbessert, wie du siehst. Ich bin nicht in Höchstform, bewahre. Aber wäre ich ein Mensch, würde ich wohl als Halbgott durchgehen. Es tut mir leid. Was geschehen ist, war meine Schuld. Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich zu entschuldigen. Das musst du nicht, Geralt. Es ist vorbei. Niemand hat mich gezwungen, dich auf diese Expedition zu begleiten. Eine bemerkenswerte Regel. Wie hast du das gemacht? Ich bekam Hilfe. Entschuldigen, Leute, ein bisschen. Den du jagst. Von ihm? Wie das? Und was hast du all die Jahre gemacht? Das ist weder der Ort noch die Zeit für diese Geschichten. Ich nehme an, wir können uns später. Genau, was will er? Das ist jetzt heftig, Leute. Mit dem Grund unseres Hierseins befassen. Es ist also kein Zufall, dass du hier bist. Ich freue mich, dass deine deduktiven Fähigkeiten noch so gut erhalten sind. Ich bin wegen Detlef hier. Ich fürchte, er hat sich in ernste Schwierigkeiten gebracht. So heißt er also. Und er ist dein Freund? So kann man es nennen. Allerdings ist Detlef, wie würde ein Mensch sagen, animalischer als ich. Aber keine Sorge, wir arbeiten daran. Ihr habt es ja noch nicht sehr weit gebracht. Er hat einen Ritter getötet, seit ich eingetroffen bin, und davor mindestens drei andere. Es dürfte handfeste Gründe gegeben haben. Detlef ist kein dekadenter Milchbart, und warum tötet, weil dann? Es Spaß macht oder um sich die Kehle zu netzen. Was hat er denn deiner Meinung nach für Gründe? Das will ich herausfinden. Dann werde ich ihn überzeugen, wie falsch sein Vorgehen ist. Scheinst ihm ja einiges zuzutrauen. Es sieht zwar nicht so aus, aber ihr zwei seid euch recht ähnlich. Ihr habt edle Herzen, aber ihr neigt zu weniger edlen Taten, wenn die Umstände euch zwingen. Weißt du noch, 964? Das ist 300 Jahre her. Die Angst ging um in Rivien, Lyrien und Spala. Frauen und Kinder starben. Ihre zerstückelten Leichen bedeckten die Felder. Die Bestie von Lyrien, ich habe davon gelesen. Fast 200 Leute hat sie umgebracht, bis sie angeblich irgendein vom Propheten gesegneter Wilderer mit einem Dolch erledigt hat. Detlef hat sie erledigt. Dann stieß er auf einen Wilderer, der im Unterholz bei seinen Fallen schlief. Er warf ihm den... Alter Schweizer, was hat denn der alles so gemacht? War geboren. Vampire helfen Menschen selten. Er muss eigene Gründe gehabt haben, die Bestie zu töten. Du irrst. Er tat es nur aus einem Grund. Sie hat einen Jungen getötet, der Detlef einst auf der Straße einen Apfel hatte schenken wollen. Nein, wie edel. Du hast kein Altruismus-Monopol, mein Freund. Wilgefortz hat mich eingeschmolzen. Detlef fand meine Überreste. Nach unserem Kodex hätte er die Wahl gehabt, mich zu lassen, wo ich war, oder sich um meine Überreste zu kümmern. Er entschied sich für das Zweite und regenerierte mich mit seinem eigenen Blut. Das ist kein kleines Opfer, falls du ermessen kannst, was es für einen Vampir bedeutet. Oh. Vermutlich bedeutet es für euch dasselbe wie für uns. Du schuldest ihm dein Leben. Noch viel mehr. Wir wurden zu Blutsbrüdern. Und dieses Band ist stärker, als Menschen es sich vorstellen können. Darum weiß ich, dass etwas nicht stimmt. Dein Empathievermögen war schon immer überentwickelt. Jeder Vampir hat ein besonderes Talent, das er im Laufe der Jahrhunderte immer weiter verfeinert. Dadurch sind Vampire auch so schwer zu klassifizieren. Detlefs starke Seite ist der Gruppeninstinkt. Er zieht die Gesellschaft niederer Vampire der von Menschen vor. Wenn er also unter euch wandelt und mordet... Aber was hat er denn? Das ist heftig, was passiert ist. Sehr. Gibt es da was Bestimmtes, das ihn so in Rage gebracht haben kann? Wie soll ich das erklären? Detlef versteht weder Menschen noch ihre Welt, ihre Regeln oder Konventionen. Oh, nicht gut. Er ist gewissermaßen naiv. Er weiß nicht, was Lügen und Täuschen bedeutet. Er ist also schlecht angepasst und übt jetzt Rache? Jedenfalls kann mangelnde Anpassung zu Konflikten führen. Aber diesmal... Aber wie findet man denn? Das ist schon heftig. Aber ich werde es herausfinden.
Ich muss ihn finden, bevor ihn etwas noch mehr aufbringt und Beauclair in Blut versinkt. Genau. Dann haben wir ja ein gemeinsames Interesse. Wie in alten Tagen. Nicht ganz. Wenn ich ihn finde, dann... Ja, du hast einen Auftrag. Hm. Aber eigentlich sollst du das Biest am Töten hindern, nicht das Biest töten. Oder? Unterm Strich schon, ja. Suchen wir ihn auf. Bis dahin hoffe ich, dich überzeugt zu haben, dass Detlef kein Untier ist. Ja, ist ja schon gut. Bislang spricht jedenfalls allerhand gegen ihn. Hörst du? Der Suchtrupp. Die Ritter müssen mir gefolgt sein. Es wäre besser, wenn sie mich nicht fänden. Ich habe auf dem Friedhof Merlachaise-Long Quartier bezogen. Treffen wir uns dort. Bis dann. Hau schnell ab, bevor die dich kriegen. Hexer, wir kamen so schnell uns die Pferde trugen. Doch sie waren wohl nicht schnell genug. Wo ist das Biest? Sprich! Ich bin noch dabei, diesen Ort zu untersuchen. Zieh deine Männer zurück, bevor sie alle Spuren zertrampeln. Meine Herren, wir müssen den Hexer... Ja, genau, das hat er recht. Der Mord an Milton darf nicht ungerecht bleiben. So, Leute, aber jetzt tun wir uns erstmal meditieren. Wir müssen uns erstmal wieder ein bisschen... Ab bis Morgengrauen meditieren wir wieder ein bisschen. So. Müssen wir erstmal wieder rausfinden aus Arbeit. So, Leute, aber jetzt will ich endlich mein eigenes Dörfchen haben, Leute. Gucken wir mal, wo wir das haben. So hier, nein. Rauskommen. Da, das will ich jetzt noch machen, Leute. Dorthin will ich jetzt, Leute. Man muss mir erstmal jetzt nicht. Ja, du wolltest. Gute Gesundheit. Aber Leute, ich denke, die Reisen zu unserem eigenen Weingebiet machen wir erst beim nächsten Mal. Somit sagt wieder euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis demnächst.